Wir sind heute auf der Berliner Stadtbahn unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und wir schauen erstmal auf die Karte. Wir sind unterwegs vom Bahnhof Zoologischer Garten oder kurz Bahnhof Zoo und wir fahren bis zum Ostkreuz. Unterwegs sind wir dabei mit dem RE1 und somit mit einem Dosto. Und wir schauen mal rein in das Fahrzeug. Wir sind heute in der ersten Klasse unterwegs und haben hier also wieder eine sehr ähnliche Ausstattung wie im letzten Video im RE5. Heute soll es aber gar nicht so sehr um das Fahrzeug gehen, sondern mehr um die Strecke, denn die Berliner Stadtbahn ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Hier überqueren wir nun schon die Spree als erstes landschaftliches Highlight. Wir befinden uns jetzt hier in der Nähe der Siegessäule und kommen dann auch schon langsam Richtung Hauptbahnhof und in Richtung der Regierungsgebäude. Hier im Hintergrund, jetzt durch die Gebäude etwas verdeckt, befindet sich das Bundeskanzleramt. Das Gebäude hier, das ist das Bundesministerium des Innern, liegt hier direkt an der Bahnstrecke und unmittelbar danach fährt man dann auch schon in den Hauptbahnhof ein. Ganz grob und kurz zur Geschichte der Stadtbahn. Früher zu Beginn des Zeitalters der Eisenbahn war es so, dass es in Berlin sehr viele Kopfbahnhöfe gab. Jede Bahnstrecke, die nach Berlin führt, hatte einen eigenen Kopfbahnhof am Rande der Innenstadt. Und es war relativ umständlich, von einem zum anderen zu kommen. Und deswegen hat man sich dann entschieden, hier diese Stadtbahn mitten durch Berlin zu bauen. Hat dabei natürlich auch ein bisschen aufs Geld achten müssen und eine Strecke überhaupt erst finden müssen, wo man durch das dicht besiedelte Gebiet überhaupt bauen kann. Das begründet den heute relativ kurvenreichen Verlauf dieser Strecke. Jetzt sind wir hier noch in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hier sind besonders viele sehr moderne Gebäude. Dann kommen wir aber auch schon weiter ins Zentrum, fahren hier noch einmal über die Spree und erreichen hier den Bahnhof Friedrichstraße. Auch ein sehr zentral gelegener Bahnhof in der Nähe der Museumsinsel, der Straße unter den Linden und auch des Brandenburger Tors. Wir gucken trotzdem noch mal kurz in den Zug rein. Ihr seht also die Ausstattung sehr gut mit Schmetterlingstischen, Sonnenblenden, verstellbaren Sitzen und Steckdosen in der ersten Klasse. Das Sitzmodell gleiche wie im IC2. Vom Bahnhof Friedrichstraße geht es dann ein kurzes Stück die Museumsinsel und somit auch schon wieder über die Spree. Also ihr seht, wir wechseln hier die Spreeseite wirklich sehr, sehr häufig und passieren danach dann den S-Bahnhof Hackescher Markt. Dort halten wir jetzt mit unserem Zug nicht an. Hier im Hintergrund gerade zu sehen, der Berliner Dom. Und dann kommen wir auch langsam zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Bahnhof, nämlich dem Bahnhof Alexanderplatz. Ihr seht hier im Hintergrund auch schon den berühmten Berliner Fernsehturm. Aber auch als Umsteigebahnhof der Alexanderplatz sehr, sehr wichtig. Hier kann man eben gut zur Straßenbahn und zur U-Bahn umsteigen. Damit haben wir dann eigentlich auch schon den spektakulärsten Teil der Stadtbahn befahren. Wir fahren jetzt aber noch weiter bis zum Ostkreuz. Jetzt werden wir die Spree nicht mehr überqueren, aber hier im Bereich der Janowitzbrücke kommen wir nochmal direkt an die Spree ran und fahren hier ein Stückchen direkt am Fluss entlang, bevor wir uns dann endgültig von der Spree verabschieden und zum Ostbahnhof kommen. Besonderheit hier, nicht alle Züge halten im Ostbahnhof, obwohl es ein großer Fernbahnhof ist, der tatsächlich auch aktiv Fernverkehr hat. Trotzdem halten nicht alle Regionalzüge im Ostbahnhof,
sondern fahren so wie wir jetzt durch, mag aber auch in den aktuellen Bauarbeiten begründet sein. Danach kommt dann auch schon das Ostkreuz und am Ostkreuz bin ich dann aus- und umgestiegen und dort wird es dann im nächsten Video weitergehen. Das war es soweit erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt und wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen.